guten Morgen YouTube. Jetzt mache ich mal ein kleines Video in eigener Sache. Und zwar haben wir jetzt auf dem X3 aktuell 25.000 Kilometer. Und da wollte ich jetzt einfach gerade mal so meine Meinung kundgeben. Probleme, Erfahrungen, ja, einfach ein paar Sachen zum Auto. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ja, wir haben hier fast 2 Tonnen Eigengewicht. Wir haben einen 6-Zylinder 3 Liter mit Biturbo-Aufladung und wir verbrauchen im Schnitt knapp 7,2 Liter. Wir können gerade mal schauen. Fahrerinfo, Reisebordcomputer, 7,3 Liter, die letzten 8227 Kilometer. Ja, also das finde ich persönlich für so ein Auto, finde ich das mehr als gut. Wenn man überlegt, was das Fahrzeug für einen CW-Wert hat, was er an Leistung hat, und ich fahre auch mal die Leistung, also das ist jetzt nicht so, dass ich Tempomat 120 fahre, sondern ich fahre natürlich auf der Autobahn auch mal 240 und das über eine längere Strecke. Und ja, wir haben einen Drittelmix von 7,3 Liter. Das ist ein Wort, sage ich mal. Das müssen andere Hersteller müssen das erstmal nachmachen. Ja. Probleme oder Problemchen, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ja, es gab 2, 3 Problemchen. Wir hatten ein Problem mit den Leisten hier außen neben der Windschutzscheibe, dass die sich gelöst hatten bzw. nicht richtig montiert waren. Das ist aber von seitens von BMW sofort behoben worden. Und ich denke auch eher, dass das ein Problem ist, direkt schon von der Produktion. Ich meine, das Auto kommt ja von drüben. Ich gehe davon aus, dass da halt die, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ohne jemand zu nahe treten zu wollen, die Standards nicht ganz so gut sind oder halt anders sind wie hier. Ja, aber sonst, der Hecklappe ist elektronisch, die macht ein bisschen Geräusche. Das ist noch ein Thema, was noch gemacht wird. Und was wir bis jetzt zweimal hatten, wo es jetzt so kalt war, dass die Tanknadel beim Volltanken quasi auf der Hälfte stehen geblieben ist. Also das sind quasi die 3 Sachen, die man, jetzt noch 2, das eine wurde behoben, die man sagen könnte, wir reden hier von Problemchen, ja. Sonst überhaupt gar nichts, keinen größeren Defekt, kein Problem mit der Bremsanlage, das Auto bremst einwandfrei sauber, auch von hohen Geschwindigkeiten, auch von weit über 200, überhaupt gar kein Problem. Also mein erstes Fazit, hier zwischen gesagt, so bei knapp 25.000 Kilometer von diesem Auto, ist sehr, sehr positiv. Ich hoffe natürlich auch, dass das so bleibt. Ja, wir haben viel Platz, wir sitzen hoch. Die 8-Gang-Automatik ist, ja, die ist genial. Ja. Das ist natürlich auch mit ein Grund, warum das Fahrzeug so sparsam ist. Ich meine, wir haben halt eine Automatik, wenn ich jetzt im Eco Pro Modus fahre oder im Komfort Modus, die halt, ja, man merkt fast nicht, dass sie da ist, dass sie schellt. Und wenn man dann doch mal ein bisschen zügiger fahren will und ich fahre im Sport oder im Sport Plus, dann habe ich so ein bisschen dieses Nachdrücken. Das ist schon gut gemacht. Also es, man muss sagen, da haben sich die Ingenieure auf jeden Fall was einfallen lassen. Und in Verbindung mit dem M-Sportpaket ist das Auto auch optisch, finde ich jetzt, ja, ich finde es schön. Also optisch finde ich es, es macht was her. X4, X3, ja, X5, X6 auch natürlich. Also geländewagentechnisch ist BMW da schon gut aufgestellt. Und vom 35D bin ich mehr als überzeugt. Also ich finde, der Motor ist sparsam, hat viel Potenzial, hat viel Kraft und er kann so dieses Spagat, ich fahre human im Komfort, ganz gemütlich und ich gebe aber auch mal Gas, dieses Spagat, das kann er sehr gut. Das finde ich auch wichtig, also das zeigt mal wieder, dass da diese Sportlichkeit, was der BMW immer sagt, ja, so nach dem Motto Fahrfreude, Fahrerlebnis, da ist BMW schon nah dran. Also es ist jetzt nicht so, dass das Auto irgendwie, sage ich mal ganz vorsichtig, langweilig ist oder keinen Spaß macht, wenn man dann mal auch zügig fahren will, auch mit den Schaltpedals fahren will, was ich jetzt in dem Geländewagen nicht immer ganz so, ja, habe ich früher belächelt, sagen wir mal so, aber es macht doch richtig, richtig Spaß. Also die Automatik ist auch richtig flink und es macht richtig Laune. Ja.
Ja. Ich würde sagen, ich melde mich in ein paar Monaten zu diesem Auto nochmal mit einem Teil 2 bei 50.000 Kilometer. Und dann sind wir mal gespannt, ob da immer noch die Kosten oder die Sachen, die Problemchen, Reparaturen, ob die immer noch so sind wie jetzt. Und ja, jetzt würde ich sagen, danke fürs Video schauen und bis bald und zum nächsten Video. Ciao.